Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir sind jetzt im DFB-Pokal. Jetzt wird's wichtig. Die erste Runde im DFB-Pokal. Ein paar Mannschaften haben schon gespielt. Wir noch nicht, aber wir spielen jetzt und zwar gegen den VfL Bochum. Also wir haben definitiv einen machbaren Gegner, sag ich mal. Also definitiv besser als irgendwie, ja, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Augsburg. So, SV Werder Bremen gegen VfL Bochum. Ja, unwahrscheinlich, dass der SV Werder Bremen hier den Pokalsieg nimmt, aber den Pokalsieg holt, aber gut. Wir wollen natürlich, ich will natürlich so weit wie möglich kommen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Also geht's los. Auf geht's gegen den SV Werder Bremen. Ja, kommt sie vorbei. Jawohl, gegen den SV Werder Bremen. Ich laber wieder. Jetzt wäre ich besoffener. Gegen VfL Bochum natürlich. So, Jansen, der ist wieder neu im Spiel nach seiner schwulen Verletzung. Und, oh, der wäre fast das 1:0 gewesen durch Marcel Jansen. Aber der Tormann Nute kam ihm zuvor. Bin mal gespannt, ja, wie weit das Let's Play hier überhaupt noch gehen wird. Denn bald kommt ja FIFA 14. Kommt sowieso schon bald in 2 Wochen. Und ich weiß noch nicht mal... 1:0, Bitches! Arnautovic mit dem 1:0. Geiler Scheiß. Ja, FIFA 14 kommt ja schon in knapp 2 Wochen. Denn an dem Tag, wo ich hier aufnehme, ist der 30. August oder 29. Und am 17., 19., ich meine, okay, in 3 Wochen ungefähr kommt FIFA. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Also, und ich weiß noch nicht mal, wann ich diese Parts hier hochladen kann. Deswegen bin ich sowieso mal gespannt, wie lange dieses FIFA 13 LP noch geht. Weil, ja, wie gesagt, ich nehme hier Parts auf, von denen ich nicht weiß, wann die hochgeladen werden. Wegen meinem superschnellen, geilen Internet. Und bald kommt dann auch FIFA 14. Und dann geht es natürlich mit FIFA 14 weiter. Dort dann aber auch besser als hier. Also FIFA 14 wird definitiv öfter kommen. Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird nicht getor. Schieß doch! Alter, ich wollte eigentlich direkt abziehen und drück B und er schießt nicht. Was ist das für ein schwuler Scheiß hier, ey? Leck mich doch am Arsch. Oh, Mann. Kann ich aus der Haut fahren, du. So. Ja, Spiel ab. Scheiße. Jawohl. Haha, Biatsch. So, und jetzt komm, schneller Pass. Jawohl, ja. So. Auf geht's, Jansen. Schieß ein Tor. Auf geht's, Jansen. Schieß ein Tor. Schade, schade, schade. Das war kein Tor. So. Fuck. Wir haben ihn verloren. Aber wir führen ja schon mal 1:0. Das ist ja an für sich schon mal keine so schlechte Sache, wie ich finde. Slatko Dedic. Wie heißt der Slatko Dedic? Slatko, ist das nicht auch irgendwie so ein... Schieß ihn raus. Irgend so ein Typ aus dem Fernsehen oder so? Naja. Ja, nehmen wir den Ball ab. Nein, das ist schlecht. Das war auch schlecht. Das ist alles schlecht. So, außer dass der Tormann hält den Ball. Patzt meine Fehler raus. Ja, das war schlecht. Ah, Rotz hier. Oh, okay, ja, das war ein Foul. Das gebe ich zu. Das war ein Foul. Ich krieg zu Recht die gelbe Karte. Und, ja, Schmitz. Das geht aber auch nicht. Das geht echt nicht. So, bin ich mal gespannt. Tormann, komm raus. Also kommt der Tormann nicht raus, wenn ich Y drücke. Ja, immerhin hat der Typ geköpft. So. Und jetzt schnell nach vorne. Schnell nach vorne. Ach, schade. Geht nicht über alle drüber. Das wäre perfekt gewesen. Dann wäre ich da durch. Aber Satz mit X. War wohl nix. Ein wunderschönes Zuspiel. So. Ah, fuck, Alter. Komm. Jawohl. Jetzt, jawohl, sehr schön. Haben wir das Ding. Haben wir das Ding. So, jetzt spielen wir hier auf Arnautovic. Und direkt verlieren wir den Ball. Das war so geplant, meine Damen und Herren. Dass ich ihn wiederholen kann und den krassesten Konter einfahren kann. Scheiße, so sollte der Pass aber nicht laufen. Na, immer diese Ballverlust.
2:0 Da ist das Ding. Entschuldigung. Jawohl, wir haben einen grandiosen Torwart hier im Tor. Aber das ist so schwul, dieser, naja, ich nenn's mal Bug. Das passiert eben quasi, wenn man Rückpass macht auf den Tormann, das ist mir auch schon 2-3 Mal oder so passiert. Ja, so oft vielleicht nicht, aber ein paar Mal. Ah, fuck. Das passiert, wenn man Rückpass macht auf den Tormann und dann mit X eben den Ball einfach rausschlagen will, aber zu lange X gedrückt hält. Und dann, ja, quasi noch den Schuss am Aufladen ist, während der Ball schon da ist und dann reicht die Animation nicht mehr, um den Ball wegzuschießen oder was weiß ich. Und dann schießt dann einfach nicht weg. Boah, geiler Schuss. Das geht normalerweise mit Agüero super, den ich mir gekauft habe beim BVB, aber dass das Arnautovic auch kann. Naja, ein bisschen blöd für den VfL Bochum jetzt, dieses Eigentor hier, aber sie können eigentlich auch nichts für. Ist eben dieser schwule Bug da. So, Bröde, kopf das Ding raus. Jawohl, ja, genau so. So, oh, fuck. Komm her, du Mistkerl. Jawohl. So, und jetzt auf Marsch. Das könnte durchaus gelbe Karte geben. Na, die haben immer noch den Ball. Oh Mann, leck mich doch am Arsch, du. So, der eine, der kriegt jetzt eine Karte. Ich hoffe mal nur, dass es die gelbe ist. Es ist die gelbe, sehr schön. Marcel Jansen, wie kann man sowas machen? Also da so voll reingehen mit gestrecktem Bein. Meine Frage, eigentlich bin ich ein... Ich kriege eigentlich sau selten gelb. Jetzt im einen Spiel zweimal. Aber auch beides Mal verdient, also. Jetzt nicht so, dass da irgendwie was mit unlauteren Dingen zuging. Wenn wir jetzt nur nicht die rote abnehmen, das wäre ein bisschen blöd. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Jetzt, das lief ja ganz gut, fuck. Aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Ah, freue mich ja schon mal, dass wir hier 2-0 führen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir auch weiterkommen. Das wäre wichtig. Im Pokal mal. Scheiße. Brödel, wie kann man da faulen? Nein. Oh, zum Glück gibt's nur gelb. Schon wieder ein Gegner, ja, diesmal war er immerhin verdient. Oh, der Wichser. Dieser Spast. Scheiße, jetzt ist nur 2-1, okay. Jetzt soll ich mir nicht mehr so sicher sein. 3 Mann haben gelbe Karte, es steht 2-1 und es ist eben noch eine ganze Halbzeit. Also, wieder einen Gang zurückfahren. Noch sind wir hier nicht weiter. Aber jetzt, wenn Elia sich da... Nein. Entschuldigung. Schwuler Husten da. Na, fuck. Ja, das war blöd. War aber meine Schuld. So, und jetzt denke ich, macht der Abstoß und dann... Pfeift der Schiedsrichter voller Freude und Inbrunst in seine Pfeife und kündigt die Halbzeit an, oder auch nicht? Slatko Dedic. Scheiße da, der hat auch den Tor geschossen, der Slatko Dedic. Ja, komm. Ja, jeden, den ich benutzen will, hier hat eine gelbe Karte. Ach, scheiße. Dobrovski. Oh, Leute, 2-0 geführt und dann so dumme Scheiße. Und ich rede noch davon, dass wir ja quasi schon weiter sind. So schnell kann's gehen. Ach du Scheiße. Also 2-2, 3 gelbe Karten, Arnautovic ist angeschlagen. Das ist so schwul. Guck mal, der kämpft noch den Ball da. Das ist Einsatz, das ist Kampfgeist von Arnautovic. Und da Fritz lässt sich anstecken, spielt raus auf Pettersen. Und jetzt in die Mitte, auf Elia, da ist das 3-2. Sehr schön. Das ging flott jetzt, das war ein schöner Spielzug. Da hat der VfL Bochum mal ein bisschen zu offen gelassen, die Verteidigung. Die wollten wohl direkt nachlegen hier mit einem 3-2, haben offensiv gespielt. Naja, das haben sie jetzt davon. So, Jansen, Fritz, Arnautovic, scheiße.
Soll ich noch ein Tor schießen, so direkt? Das wäre super cool gewesen. Ich würde davon reden können, wie sicher das Spiel ja ist. Weil ich mit 2 Toren Vorsprung führe. Erstmal raus mit dem Ding. Erstmal raus mit dem Ding. Okay, Arnautović verliert leider diesen Kopfball. So, jetzt aber, komm. Auf geht's, ab geht's. Sehr schön. Die Lavache jetzt. Echt offen da hinten. Aber jetzt hält der Keeper. Diesen Schuss hält er. So, und rein mit dem Ding. Schade. Schade, 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 schade. Boah, was mache ich denn hier für ein Schuss? Schon wieder dieser Dedic. Ah, oh, Rotz. Boah. Ja, klar. Das war auch eng. Ja, aus. Der Ball ist im Aus und ich wechsle mal Arnautović aus, denn der ist eben einfach angeschlagen und da sollte man ihn jetzt auch nicht unbedingt noch weiter spielen lassen. Lassen wir mal Akpala für ihn rein. Puh, und dann hoffe ich, dass ich das 3:2 hier über die Zeit schaffe, retten kann. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Das stimmt sogar. Aber deswegen habe ich nicht den neuen Spieler eingewechselt. So. Akpala, dann zeig mal, was du nicht drauf hast. Sehr schön. Ja, toll bewiesen, was er nicht drauf hat. Komm, 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 komm. Akpala, sehr schön. Und jetzt den Pass auf Ilija. Jawohl, ja. Ach, scheiße. Dieser Wichser. Dieser Wichser holt er mir da den Ball vom Fuß, du. Der war quasi schon bei mir gewesen. Oh, jetzt. Jetzt habt ihr aber Spaß da. Pedersen, zieh vorbei. Zieh vorbei. Jawohl. Und jetzt gleich. Durch. Ilija. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Oh, Gott. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Leck mich doch am Arm. Alter Vater. Und nochmal Pfosten. Ey, ihr wollt mich ja verarschen. Wie kann man denn den an den Pfosten setzen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Ohne Scheiß. Und jetzt machen die wahrscheinlich noch ein Tor. Nee, machen sie erstmal nicht. Erstmal behalte ich hier den Ball. So, raus auf Schmitz. Raus auf Ilija. Wieder in die Mitte. Akpala, der weiß nicht wohin mit. Ja, scheiße. So. Das war ein riskanter Einsatz hier mit dem gelb vorbelasteten, aber okay. Wieso holt er den Ball nicht an? Hätte er noch können annehmen. Naja, egal. Egal. Komm her jetzt. Ja. Scheiße. Scheiße. Und voll rein. Fuck. Das ist der Wahnsinn. Ja, gleich haben sie ihn drin. Aber gleich haben wir ihn selbst drin, doch. Ja, Eigentor. Ja, schießen ins Aus. Ist gut. Ich wollte sowieso wechseln. Zwei Mann können wir ja noch auswechseln. Guck mal hier. Oh. Wechseln wir mal den aus. Und Fritz. Komm. Scheiß drauf. Die Gelbbelasteten bleiben drin. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, dass die keine weitere gelbe Karte mehr bekommen. Gut so, Arenhand. Der setzt sich da direkt mal ein. So, schön weitergespielt auf Akpala. Und das war ein schlechter Pass, aber Hand. Also kein Handspiel, sondern Arenhand. Der schlängelt sich hier durch, aber bleibt am letzten Mann. Kleben. Gefährdet bei dieser Abwehrleistung. Ja, guck mal meine Abwehrleistung an da. Infarkt gefährdet, der ist auch geil. So, zack, und da haben wir ihn wieder. Schmitz auf Akpala. Und der gibt ihn wieder her. Es reimt sich, aber was sich reimt, ist noch lange nicht gut. So, Scheißdreck. Komm, hol ihn wieder. Jawohl, Schmitz. Scheiße. Nein, nein, nein. Boah, leck mich doch am Arsch. Jetzt wäre doch schon mal klar, ihr beiden. Hau ab. Rennen die dann nebeneinander her. Ich glaube, es geht los. So, Arnautović. Pettersen, sorry. Arnautović ist ja schon draußen. Fuck. Das wäre cool gewesen, wenn jetzt wieder sowas passiert wäre. mit dem Tormann. Aber ist nicht.
Oh, fuck. Hoppala, da bin ich irgendwie daneben gelaufen. Sehr schön. Aaron Hunt hat sich schon mal gelohnt einzuwechseln. Der macht bisher ein sauberes, gutes Spiel. Akpala ist so ziemlich der schlechteste Spieler, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, komm einfach raus mit dem Ding jetzt. Bring ich mich dann auch selbst in Gefahr, du. Jawohl, sehr schön, Akpala. Fuck, fuck, fuck. Nein. Jetzt war schon wieder irgendwas faul. Immerhin gibt es keinen Elfmeter. Ui, der ist aber sehr nah am Tor. Oh, sehr gut. Gut, dass sie keinen Schützen haben, die VfL Bochum. Die VfL Bochum, ja. Die Spieler des VfL Bochum. Oh Mann, komm, komm, komm. Das retten wir jetzt über die Zeit hier. Das retten wir jetzt über die Zeit. Jawohl. Sehr schön durchgesetzt. Ha! Bitches. Auf Aaron Hunt. So, und jetzt hier in die Mitte auf... Wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Und jetzt auf Patterson. Scheiße. Der Ball kam da nicht an. Das stimmt. Da haben sie echt gut aufgepasst in der Abwehr. Da hat der Kommentator ausnahmsweise mal recht, ja. Das war auch schlauer von dem Kollegen. Die 90. Minute ist angebrochen. Und jetzt sind 90 Minuten rum. 2 Minuten Nachspielzeit gibt's. Diese 2 Minuten muss ich jetzt noch über die Zeit retten. Und dann sind wir weiter im DFB-Pokal. Momentan sieht's auch gut aus, denn ich bin hier gerade im Vormarsch. Immer rauf auf Juncovic nochmal abziehen. Und aus, oder? Das war der Schlusspfiff, das war der Schlusspfiff. Puh, ein Tor Arnautovic, ein Eigentor von Bochum und noch einmal Elia. Und da ist der Sieg. Tja, Bochum, ein Tor mehr geschossen als ich, trotzdem verloren. Ist auch bitter. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit diesem Part von Let's Play FIFA 13. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ansonsten gab es keine Überraschung im Pokal. Oh, Arnautovic hat sich verletzt. Stimmt. Das ist schade, dann wechseln wir den gerade noch aus. Bringen für ihn hier Akpala rein. Und für Ak... und dann hier noch irgendwen müssen wir reinbringen. Hier Füllkrug, das ist so ein cooler Name. Alles klar. Ja, sorry. Alles klar, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.